Ja, endlich ist das neue Industries DLC auch für die PlayStation 4 verfügbar. Und da, ja, freut man sich natürlich. Ja, dann denkt man sich, oh, so tolle, viele Möglichkeiten, die hier neu sind. Das muss ich unbedingt alles nutzen. Und oh, ich habe schon so viele Ideen und freue mich. Und ja, dann gibt es eine böse Überraschung. Und zwar, ja, das hier. Das heißt, es wird ständig gemeckert. Sie hätten nicht genug Rohstoffe. Ja, obwohl, wenn man hier guckt, obwohl man eine riesige Überproduktion, das kann man auch woanders noch einsehen, aber man sieht tausende Tonnen von Agrarprodukten in diesem Fall. Jetzt werden exportiert, anstatt es den einheimischen Fabriken zur Verfügung zu stellen. Ständig haben sie einen Mangel an Rohstoffen, obwohl man ja riesige Übermengen produziert. Ja, und das kann einem natürlich schnell den Spielspaß versauen. Aber ja, wie man dieses Problem in den Griff bekommt, das werde ich euch dann in diesem Video jetzt mal zeigen. So, bevor wir aber zu der Problemlösung kommen, wollen wir dann erstmal gucken, woran liegt das denn eigentlich überhaupt? Ja, dass man das alles nebeneinander baut, alles um die Ecke sozusagen, und trotzdem kriegen die oft die Rohstoffe nicht ab und die exportieren das lieber. Aber kurz mal eine Zwischenfrage, da könnt ihr mal kommentieren, falls ihr das gleiche Problem habt. Habt ihr das Problem auch, dass bei den Hauptgebäuden, in dem Fall der Bauernhof hier, ja, und hier auch, wie ihr seht, dass bei den Hauptgebäuden, bei Forstwirtschaft jetzt, dass der Müll ständig sehr spät abgeholt wird? Ja, die haben offensichtlich bei der Müllabfuhr eine niedrige Priorität, diese Gebäude, und dass auch ständig Kriminalität da ist, ja. Und schreibt mir jetzt nicht, ja, dann muss ich irgendwie die Müllkraftwerke, da muss ich eine bessere Anbindung haben. Ja, hier sind die Müllkraftwerke, hier können die direkt unterirdisch durchfahren und hier sind sie da. Das gleiche mit Polizei. Ich habe hier so einen Verteiler, hier sind alle Dienstleistungen. Und die haben unterirdische Einbahnstraßen, wo ich das so hinbekommen habe, dass nur die da fahren dürfen. Ja? Und so verteilen die sich in die ganze Stadt. Und die haben eine direkte Anbindung zu dem Landwirtschaftsgebiet. Die kommen hier raus. Und trotzdem sind hier ständig Kriminelle und der Müll wird ständig spät abgeholt. Also die haben offensichtlich das so programmiert, ob gewollt oder nicht, dass diese Hauptgebäude sehr anfällig sind für Müllberge und für Kriminalität. Die haben offensichtlich eine niedrige Priorität für die Polizeiwagen und für die Müllfahrzeuge. Ja, falls ihr das Problem auch habt, könnt ihr mir gerne was dazu reinschreiben. Aber ja, gut, zurück zum Thema jetzt. Also, ja, wie ihr seht, man baut alles direkt, alles hier um die Ecke, ne, und trotzdem kriegen die Fabriken das nicht ab und müssen ständig darüber rummeckern, dass sie nicht genügend Rohstoffe haben. Ja. Und es ist mir ist halt auch aufgefallen, auch wenn es darum geht, nicht genügend Abnehmer für Produkte. Hier haben wir normale Agrar- und normale Forstindustrie. Ja, nicht wundern, ich habe gerade eine Sterbewelle, deswegen sind die ganzen Arbeiter mir gerade weggestorben. Ja, die nervigen Sterbewellen in City Skylines, das kennen wir ja, ne? Ja, aber das wird sich auch wieder erholen. Wie auch immer, die sind deutlich weniger anfällig, ja, die meckern deutlich weniger und seltener rum. Ja, und hier ist es halt auch so, dass die allgemein viel schneller rummeckern. Auch, dass sie nicht genügend Abnehmer für Produkte hätten. Das habe ich hier sehr oft. Das ist jetzt gerade nicht, ja, Vorführeffekt, aber das habe ich halt hier sehr oft. Obwohl die Autobahn sofort hier ist und ich sehr viele Holzlager und Sägemehllager gebaut habe. Aber da muss man einfach noch mehr bauen. Dann kann man das Problem damit lösen. Oder man produziert halt weniger. Aber gut, zum Thema jetzt. Hier meckern sie deutlich. Hier sind jetzt zwei Fabriken. Hier wird deutlich seltener gemeckert, ja, dass sie nicht genügend Rohstoffe haben. Das liegt daran, dass ich es hier ein bisschen besser gemacht habe. Das war nämlich mein zweiter Test sozusagen. Hier habe ich schon ein bisschen aus den Fehlern gelernt. Und das hier war sozusagen mein erster Test. Hier habe ich einfach nur so, oh ja, ich mache mal ganz hübsch hier so Landwirtschaft, alles durcheinander bauen. Da habe ich gar nicht halt strategisch gebaut, sondern ich habe halt einfach nur schön so durcheinander gebaut. Und ich dachte halt, ja, ist ja alles nebenan, die werden die schön versorgen. So. Und dass das nicht so ist, das liegt leider daran, ich weiß nicht, ob die es gewollt so programmiert haben oder ungewollt, aber es ist halt scheiße programmiert, finde ich. Und zwar, ja, wenn das nur auf der anderen Straßenseite ist, ja, dann ist das schon so, dass sie sich sagen, nee, dann exportiere ich das lieber. Ich gebe euch ein Beispiel. Hier wird das produziert, ja, also die Nutzpflanzen werden produziert und hier werden die Nutzpflanzen für die Tiere gebraucht. So, was anstatt sie das dann so machen, dass sie vielleicht hier kurz wenden und hier wieder hochfahren, ja, weil sie fahren leider nicht direkt rüber, dass sie mal hier, ne, irgendwo hier haben sie Straße, hier könnten sie kurz wenden und das hier hinbringen. Das wäre eine Sache von in Echtzeit jetzt, keine Ahnung, 20 Sekunden vielleicht oder so, sagen sie sich, nö, nö, ich fahre lieber direkt hier rüber und exportiere das. Und wenn der Weg noch so weit ist, ich fahre lieber zur Autobahn und exportiere das. Es ist natürlich völlig dumm und völlig unrealistisch. Und man muss auch sagen, in echt ist das ja auch so, dass egal wie lang die Transportwege sind, meistens gibt es eine völlig lückenlose ja, Bereitstellung der Ressourcen. So. Und hier ist es halt total. Ja, hier meckern sie ständig rum, obwohl nebenan gleich die Produktion ist. Hier zum Beispiel, könnten hier rüberfahren, hier wenden, das hier abliefern. Aber stattdessen
fahren sie lieber zu den Silos oder exportieren das. Oder die nehmen das von den Silos und exportieren das. Ja, eigentlich total bescheuert. Aber keine Angst, man kann es in den Griff bekommen. Ja, und eine Sache, was mir auch noch aufgefallen ist, die haben eine niedrige Priorität, die Fabriken auch. Ne? Also es wird dann halt oft nicht aufgefüllt, wenn das fast alles oder alle ist. Ja, dann erst wird etwas von den Silos genommen oder von den Feldern und dann erst dahin gebracht, was dann noch eine Weile dauert. Also die Fabriken haben eine niedrige Priorität bekommen, was ich sehr schade finde. Keine Ahnung, ob das noch gepatcht wird, schön wäre es. Aber wie gesagt, keine Angst, man kann es in den Griff bekommen. Naja, und wie man das in den Griff bekommt, das werde ich euch dann jetzt mal zeigen. So, bevor ich euch zeige, wie es richtig geht, will ich euch nochmal zeigen, wie es halt ja auch falsch gemacht werden kann, was die Spezialfabriken angeht. Wie ihr gesehen habt, war da eben ein Mangel an Rohstoffen. Also ich habe hier eine Möbelfabrik und dann auch gleich ein Lager für die Möbelfabrik hier errichtet. Und ja, hier ist auch gleich die Forstindustrie. Deswegen meckert die Möbelfabrik nur sehr selten darüber rum, dass sie nicht genügend Ressourcen hätten, weil der Transportweg hier sehr kurz ist halt, oder? Und hier halt auch noch das Lager ist so. Die Bäckerei hier, die meckert sehr oft rum, dass sie nicht genügend Ressourcen hat. Das liegt halt leider daran, dass ich den Fehler gemacht habe, das sehr weit weg von dem Agrargebiet zu bauen. Ich dachte mir halt, ja, ne, wenn ich hier ein Mehllager baue für Mehl, hier für Tierprodukte und hier für Nutzpflanzen, also alle Ressourcen, die die Bäckerei benötigt, dann wird das schon gehen. Ja? Und ja, seit ich das dahin gebaut habe, ist das auch so ungefähr um 40 bis, keine Ahnung, so 20% besser geworden, so ungefähr. Aber trotzdem meckert die Bäckerei noch ständig darüber rum, ja, dass sie nicht genügend Ressourcen hätten. Leider kriegt man das damit nicht einwandfrei hin. Ist halt einfach zu weit weg vom Agrarindustriegebiet, ja. Wie man sieht, ist ja auch ein bisschen Stau, aber das Problem war auch schon da, bevor dieser Stau entstanden ist. Also man muss das halt leider alles an einer Stelle bauen, wenn man will, dass das einwandfrei funktioniert, ja. Ja, hier meckern sie schon wieder rum. Aber ja, hier habt ihr jetzt halt ein Positivbeispiel und ein Negativbeispiel gesehen. Und ja, jetzt zeige ich euch aber halt mal, wie man alles richtig macht. So, dann zeige ich euch jetzt mal, wie es halt richtig geht, ja. Und zwar, ja, also ich habe hier jetzt erstmal ein, hier seht ihr das positive Beispiel, niemand meckert rum. Also dieses Gebiet ist, was die Transportwege angeht, so etwa zu 98% perfekt gebaut. Man könnte noch ein bisschen dran feilen, ich wüsste auch wo, aber ich bin absolut zufrieden. Also ganz, ganz selten meckern die hier mal rum, dass sie nicht genug hätten. Das ist aber sehr selten. Hier passiert es ein bisschen öfters, aber halt auch so selten, ich würde sagen zu 90% perfekt, was die Transportwege angeht. Hier passiert das so selten, dass ich damit leben kann, obwohl mir das hier auch ein Rätsel aufgibt. Ja, also hier wird das produziert, hier wird das zwischengelagert und die direkt hier neben meckern die oft rum, dass sie nicht genug hätten. Also das ist mir tatsächlich unbegreiflich dann, ja, weil ich produziere hier auch gigantische Übermengen an Waldprodukten. Also bei manchen ist das wohl einfach verbuggt, man bekommt das nicht ganz weg, ja. Oder falls ihr gerade irgend so ein Pro-Spieler zuguckt oder so, kannst du mir ja gerne sagen, wo hier der Fehler liegt. Also ich weiß nicht, wie man denen das noch einfacher machen soll hier an dieser Stelle. Aber wie auch immer, ich kann damit leben. Hier meckern sie halt nur ganz selten. Aber gut, jetzt kommen wir mal zu der Lösung der Sache. Also die Lösung habe ich in einem englischen Forum gefunden, muss ich dazu auch sagen. Da wurde es aber extrem kompliziert erklärt und mit gigantischen Romanen. Ich werde das jetzt vereinfacht erklären, aber ich werde mich wahrscheinlich auch mehrmals wiederholen, damit es halt auch die Anfänger verstehen, weil das ist wirklich ärgerlich. Also man gibt Geld für das DLC aus und dann, ich meine, guckt euch das an, die Bäckerei, die macht 5000 plus. Ja, warte, ihr könnt das hier sehen, wenn ihr R3 drückt, da. Die macht 5000 plus in etwa. Das sind diese Spezialfabriken und die Möbelfabrik macht etwa 3000 plus. Und da habe ich mich am Anfang gefreut. Da dachte ich, oh ja, cool, ne, und so. Und dann habe ich aber gemerkt, ständig haben die nicht genug Ressourcen und dann ist der Profit ständig auf null oder nur gering, der Profit, und da ärgert man sich natürlich, ja. Und deswegen werde ich das jetzt halt auch mal möglichst deutlich erklären halt, damit es auch halt wirklich jeder versteht und man halt, ja, wieder den Spaß, weil an sich ist das echt mega toll, dieses DLC, ne. Man hat so tolle Möglichkeiten und wenn es dann nicht richtig funktioniert, ist das ärgerlich. Also, das Stichwort, und das könnt ihr euch wirklich einbrennen oder am besten aufschreiben, wenn ihr wollt, sind hier die Straßenseiten. Das heißt, es muss alles möglichst auf derselben Straßenseite und so dicht wie möglich sein. Das heißt, ich gebe euch ein Beispiel. Sagen wir, hier wäre eine Viehweide und die benötigen ja die Nutzpflanzen, die hier hergestellt werden, ja. Die können die nicht einfach rüberdingsen, ja, und die könnten hier wenden, zurückfahren und hier hochfahren und die dann abliefern. Problem, machen sie nicht. Die machen das erst, wenn die Viehweide schon lange keine Ressourcen mehr hat und die ganze Zeit rummeckern, dass sie neue Ressourcen brauchen. Erst dann, irgendwann kommt mal ein Laster vorbei, gibt denen was, dann sind die sofort wieder alle. Dann meckern die wieder eine lange Zeit lang rum, bis sie wieder was bekommen. Und das ist halt extrem nervig. Das war das,
was ihr bei meiner alten Stadt eben gesehen habt, ja, beim Anfang des Videos. So, und jetzt zeige ich euch, wie es richtig geht. Stichwort selbe Straßenseite, verfolgt genau den blauen Cursor. Also hier werden die Pflanzen produziert, dann können sie hier runterfahren auf die Seite und die Pflanzen hier werden auch Pflanzen produziert und die fahren dann auf dieser Seite hier runter und dann können die es bei diesem Silo hier abliefern und zwischenlagern, ja. Oder sie bringen es zu den Viehweiden, wo es gebraucht wird, oder zu dem bösen Schlachthaus hier, ja. Oder zu, was haben wir hier, Melkstand und Viehstall. Ist alles spieletechnisch dasselbe bei den Tieren hier, aber ist halt Abwechslung für den Spieler. Ja, also wie gesagt, hier wird die können das direkt zu den ganzen Tiergeschichten hier bringen oder die lagern es zwischen und von dort aus wird es dahin gebracht. Hier ist nochmal ein Zwischensilo, ja, weil der Transportweg hier wieder ein bisschen länger geworden ist. Und dann können die es von hier nehmen oder hier direkt hinbringen. So. Nächster Schritt, ein Lagerhof für Tierprodukte. Ja, die Lagerhäuser und Lagerhöfe, die könnt ihr hier bauen. Hier, die kosten auch ziemlich wenig, aber Lagerhof reicht auch meistens aus, der kleine. So, die können hier zwischenlagert werden. Und dann kann von dem Silo hier mit den Nutzpflanzen und hier von den Tierprodukten, das kann hier rübergebracht werden zur Bäckerei, die ja auch Tierprodukte und Nutzpflanzen benötigen. So. Und damit die gar nicht mehr meckern, müsste ich wahrscheinlich hier noch irgendwo ein Silo hinbauen. Ja, das meine ich halt, ist nicht ganz perfekt. Können wir noch ein Stück dran feilen. So, das benötigen die noch, die benötigt auch noch Mehl. Das bekommen sie von den Getreidemühlen hier. So, die Getreidemühlen, die können ihre Nutzpflanzen, die sie selber auch wieder benötigen, um Mehl herzustellen, von hier wiederum holen. So, und die können ihr Getreide auch noch sogar hier zwischenlagern, also ihr Mehl meine ich, was sie hergestellt haben und hier direkt zur Fabrik. Also ihr seht schon die Lieferkette halt, alles durchdacht. Ja. Und hier nochmal, bei Forstindustrie ist ein bisschen verzweigter, aber dasselbe Prinzip. So, es ist wichtig, selbe Straßenseite. Huch, achso, warte, hier nochmal ein Beispiel. Falsch wäre es gewesen, wenn ich zum Beispiel die Bäckerei auf die Seite gebaut hätte. Dann hätten sie erst irgendwo weit hinfahren müssen und irgendwo wenden müssen und zurückfahren müssen, damit sie es auf der Straßenseite abgeben können. Dann fahren sie es halt lieber exportieren, das ist das Problem. So, und hier nochmal, wichtig, auf der Seite hier, also hier habe ich nochmal, ist ein bisschen weit weg, aber die können auch hier runterfahren. Naja, die können fahren hier oben lang, so, huch, dann hier so runter auf der Seite und hier wird das auch alles produziert und dann liefern es direkt hier bei einem Holzplatz ab oder bei den Fabriken. Ja, die das Holz benötigen. So. Und dann ist hier nochmal eine Zwischenstraße. Die können dann so fahren. Hier, so, zack, hier rüber. Und das dann direkt hier abliefern. Oder sie fahren hier weiter runter und liefern das hier ab. Oder hier nochmal zwischenlagern. Hier können sie es nochmal zwischenlagern. Und das Problem ist, bei der Zwischenlagerung, sie können hier nicht einfach wenden und wieder hochfahren. So, deswegen habe ich hier sowas gemacht. Ja, das heißt, die können hier rumfahren und dann hier wieder hoch und das dann hier abliefern. Übrigens, so Sägemehllager und Holzplatz, das ist dasselbe spieletechnisch. Es ist nur optisch anders, halt Abwechslung für den Spieler. Und dann kann ich es hier abliefern, ja. So, und dann kommen wir mal zur Möbelfabrik. Was benötigen die? Benötigen Schnittholz und Papier. Hier wird Schnittholz und Papier hergestellt, ja, und hier nochmal kann es zwischengelagert werden. Hier Schnittholz und hier Papier auf Lagerhöfen. Und hier ist gleich die Möbelfabrik und die kann sich das gleich von den Lagerhöfen holen. Ja, also das Prinzip sollte klar sein und nochmal als Negativbeispiel, sagen wir jetzt, die Möbelfabrik wäre auf der Seite gewesen, von oben nach unten an die Straße, dann wäre es wieder falsch gewesen, falsche Straßenseite, dann müssten die wieder einen Umweg fahren, um das da abzuliefern, dann würden die es wieder lieber exportieren. Das gleiche halt hier überall, das heißt, ihr könnt das richtig nachvollziehen hier, nochmal den Cursor verfolgen, ja, immer auf derselben Seite, dann können sie hier rüberfahren, zack, hier selbe Seite, so, oder sie fahren hier runter, können hier wenden, selbe Seite, hier, zack, so. Also ich hoffe, das ist klar geworden. Es ist halt wichtig, dass es immer alles sozusagen auf derselben Straßenseite ist, ja. Ja, dann bin ich, glaube ich, soweit durch. Was zum Beispiel die Arbeiterunterkünfte angeht, ja, da habe ich keine Unterschiede gemerkt, egal wo man die baut. Ich habe da jetzt keine Unterschiede gemerkt, aber wenn jemand was davon, da interessante Erfahrungen gemacht hat, dann, oder auch noch Fragen zu dem hat, was ich erklärt habe, kann er das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ja, und ansonsten, mit Öl und mit Erz habe ich mich noch nicht vertraut gemacht, aber es ist ja spieletechnisch dasselbe. Es ist halt nur optisch was anderes. Es wird halt was anderes abgebaut, die Gebäude sehen anders aus, aber spieletechnisch ist es dasselbe. Das heißt, da gilt also dasselbe Prinzip. Ja. Ja, gut. Ich hoffe dann, ihr könnt jetzt, für die, die Probleme damit hatten, ihr könnt dann mit dem DLC jetzt dann wieder Spaß haben. Und ja, ich wünsche euch dann viel Spaß damit und komme dann jetzt zum Ende. Bis dann.